Der erste Online-Broker in Österreich war die Direktanlage.at und auf der anderen Seite die erste Online-Bank, die erste richtige Online-Bank in Österreich war die Easybank. 2021 hat die Easybank bzw. die Mutter, die BAWAG BSK, hat dann die HelloBank, da ist ja die Direktanlage.at aufgegangen, gekauft und nun diese beiden Welten zusammengefügt. Auf der einen Seite eben die Easybank, natürlich haben sie auch Wertpapiere gehabt, aber eben nicht so groß wie eben die Ex-HelloBank, aber dafür waren sie ganz stark im Girokontobereich, im Konsumkreditbereich und. Kreditkarten haben sie auch. Und jetzt haben sie gesagt, holen wir uns das Wertpapiergeschäft rein und machen wir wirklich eine richtige Onlinebank mit wirklich einem großen Wertpapierservice. Und jetzt gibt es eben die Migration, also wirklich die beiden Welten, die Ex-HelloBank und die Easybank sind in einer Welt aufgegangen. Und jetzt gibt es eben die Easybank mit Girokonto, Konsumkredit und einer Online-Trading-Welt. Und deshalb möchte ich jetzt eben ein neues Video dazu machen, zu dem Wertpapierangebot der Easybank. Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Andreas Kreiner von broker-test.at, dem österreichischen Broker-Tester und Vergleicher. Jetzt ist es eben passiert, im April 2022 ist die Ex-HelloBank tatsächlich aufgegangen in der Easybank. Die beiden IT-Welten sind miteinander migriert worden und diejenigen, die so ein IT-Projekt schon ein bisschen begleitet haben, wissen, was da eben dahinter steckt. Das ist gar nicht so einfach und schlussendlich ist im Großen und Ganzen alles gut gegangen. Natürlich gibt es eben die eine oder andere Ruckelei noch, aber der Weg ist klar, die beiden Welten sind zusammen. Und jetzt gibt es eben für uns Kundinnen und Kunden hier in Österreich schon das eine oder andere Angebot und wir können eben gespannt sein, was in den nächsten Monaten von der Easybank denn so kommen wird. Leider waren ja die letzten Monate doch ein bisschen beschaulicher bei der Easybank, weil eben diese beiden Welten zusammenfließen müssen. Jetzt in diesem Video möchte ich euch den Status quo für den April 2023 vorstellen, was denn das Wertpapierdepot der Easybank kann, inklusive ein paar Screenshots dazu. Diejenigen, die bei der Easybank noch nicht sind oder noch nicht waren, können sich dann ein bisschen ein Bild darüber machen und natürlich auch, wie es denn so aussieht mit den einzelnen Angeboten, was denn die Easybank anbietet. Ich kann euch nur sagen, die Easybank ist ein vom Wertpapierangebot, es gibt ja wie gesagt Girokonto, Sparkonto und so weiter, ebenfalls noch vom Wertpapierangebot sind sie eben eine der größten Anbieterinnen in Österreich. Und wenn man sich das Wertpapierangebot ansieht, da haben sie wirklich alles von Aktien bis eben Anleihen bis Zertifikate und bis hin eben zu Gold. Aber alles im Detail später dann. Was ist denn der Inhalt des Videos? Ich möchte einen kurzen Überblick geben, was denn die Easybank, die Kurzinformationen, die Vorteile und Nachteile des Angebots aus meiner Sicht, die Kosten und Gebühren, welche Wertpapiere bzw. welche Assets denn dort gekauft werden können, und natürlich ein paar Einblicke über das Online-Banking bzw. über das Online-Training und zum Schluss natürlich wieder ein Fazit zu diesem Angebot. Auf einen Blick, die Bogebühr liegt bei 0,12% per anno, Dardat Bank bei 0,09%, die Bank direkt bei 0,12% und Flatex eben bei 0,0%. Also man sieht eben hier doch ein bisschen im höheren Bereich, aber durchaus noch immer in einen überschaubaren Rahmen, denn 0,12% per anno vermindert es eben die Rendite, das ist eben überschaubar. Mindestens aber 5,40 pro Wertpapierposition, das heißt, ist eine Wertpapierposition unter 4.500 Euro, dann wird da eben 5,40 Euro abgezogen, beziehungsweise 15 Euro mindestens pro Depot ist zu zahlen. Depots, die kleiner sind, die kommen eben von den Mindestgebühren eben zu tragen, ansonsten heißt es eben 0,12% per anno. Für das Verrechnungskonto, das ist obligatorisch und das kostet dir übers Jahr gerechnet 18 Euro. Und bei der ORA, die startet eben zum Beispiel an der Wiener Börse ab 4,95 Euro pauschal. Und das Beste eben zum Schluss, es ist steuereinfach. Das heißt, der Broker, die Easybank, kümmert sich darum um die Abfuhr der Kapitalertragssteuer. Sprich, wenn du eben einen Gewinn hast, wenn du eben eine Dividende erhältst, wenn du eine Ausschüttung erhältst, die Easybank kümmert sich dadurch darum, dass eben die Steuern abgeführt werden. Du kannst dich dann zurücklehnen,
denn die Easybank hat es für dich erledigt. Gleichzeitig eben der automatische Verlustausgleich. Verkaufst du etwas mit Gewinn, verkaufst du etwas mit Verlust, die Easybank kümmert sich um diesen automatischen Verlustausgleich automatisch. Wenn du mehr über den Verlustausgleich wissen möchtest, hier habe ich ein Video dazu gemacht, beziehungsweise unten in der Videobeschreibung findest du natürlich wieder deutlich mehr Informationen zum Angebot der Easybank, aber natürlich auch zum Verlustausgleich und andere Informationen, die eben auf der Webseite poker-test.at zu finden sind. Was sind denn aus meiner persönlichen Sicht die größten Vorteile bzw. Nachteile des Angebots? Na, die größten Vorteile sind, es ist ein steuereinfacher Broker. So viele gibt es nicht in Österreich, die eben kostengünstig auch noch sind. Die Ordergebühren an der Wiener Börse sind extrem günstig mit 4,95 € pauschal eben bis zu einem bestimmten Ordergegenwert, dazu aber später mehr. Konto und Depot ist möglich. Die Easybank ist eben nicht nur ein Online-Broker, sondern eben hat Girokonto, Konsumkredit, Sparkonto und Kreditkarten, alles mögliche, Apple Pay, Google Pay. Also du hast da ganz einfach einen Ansprechpartner, der eben alles anbieten kann oder sehr vieles anbieten kann. Es ist noch immer eine Online-Bank. Es gibt ein umfangreiches Schulungsangebot mit Webinaren, es gibt eine Börsenakademie und so weiter. Also da hat die Easybank wirklich einiges im Petto. Keine Depotgebühren bei Fonds, das heißt, wenn du eben aktive Fonds kaufst, dann bezahlst du dafür eben keine Depotgebühr. Und es gibt natürlich immer wieder irgendwelche Aktionen, wie zum Beispiel eben bei den Fonds, es gibt eben keine Ordergebühr bei bestimmten ETFs oder eben auch bei Tradinggebühren, es gibt Free-Trade-Aktionen bei Zertifikaten, wo jedes Monat, wenn du einen bestimmten Partner kaufst, eben keine Ordergebühr anfällt. Das kann durchaus interessant sein für jene, die eben viel ordern. Und gleichzeitig für jene, die viel ordern, gibt es ebenfalls noch eine Field-Trader-Aktion. Nachteile meines Erachtens: Es gibt natürlich immer wieder Broker, die es eben günstiger machen. Das ist aber in der Natur der Sache. Günstiger kann es immer jemand. Schlussendlich kommt es aber auf das beste Preis-Leistungs-Angebot an. Und da musst du dich selbst fragen, was bist denn du für eine Person? Was brauchst du denn? Hat die Easybank denn das passende Angebot dafür? Interessiert dich eben das Thema Webinare? Interessiert dich die Börsenakademie? Interessiert dich das Schulungsangebot allgemein? Interessieren dich eben Zertifikate und. Und gleichzeitig eben kann ich dir nur sagen, Fieldtrader-Angebote gibt es und natürlich eben, wenn du ein größeres Depot hast, dann bekommst du auch eine besondere Betreuung. Wenn du jetzt aber nur ein Depot hast von in der Höhe von, ich möchte da jetzt nicht zu nahe treten, aber von 50.000 €, dann ist es eben eher eine Sache der Masse. Aber wenn du jetzt ein Depot hast, zum Beispiel mit 500.000 oder mit 5 Millionen, dann sagt die Easybank, du, wenn du eine besondere Frage hast, dann kannst du dich eben bei uns melden, denn die Easybank hat natürlich noch persönliche Ansprechpartner in den einzelnen Bundesländern bzw. in den 5 Bundesländern und die stehen dir dann eben zur Verfügung. Jetzt aber zu den Kosten und Gebühren en Detail. Die wichtigsten Gebühren bzw. die wichtigste Gebühr ist meines Erachtens die Depotgebühr, besonders für die Buy-and-Hold-Anleger, die eben langfristig anlegen, weil die Ordergebühren, du kaufst einmal und lässt das Leben liegen, die ist eben dann überschaubar. Die Depotgebühr liegt eben, wie ich es vorhin bereits gesagt habe, bei 0,12% per Anno, wobei eine Mindestgebühr anfällt pro Position in der Höhe von 5,40 €. Hast du eben eine Position unter 4.500 €, dann fällt eben diese Mindestpositionsgebühr an in der Höhe von 5,40 €. Beziehungsweise dann eben 0,12%, beziehungsweise pro Depot mindestens 15 €, die eben Jahr für Jahr anfällt. Und das passiert eben alles zum Jahresende. Da wird eben geschaut, wie ist denn der Depotstand und davon wird dann eben die Depotgebühr berechnet und eben fürs ganze Jahr eben abgerechnet. Das Konto selbst ist obligatorisch, also ist verpflichtend. Du musst eben ein Verrechnungskonto verwenden und das kostet dir eben 18 € per Anno, 18 € im Jahr, wird aber quartalsweise abgerechnet. So, und wie sind jetzt die Ordergebühren? Das heißt, wenn du etwas kaufst bzw. verkaufst, was bezahlst du denn? Das ist eben ein Vorteil von der Easybank. Die haben eben den Zugang zu ganz vielen Handelsplätzen, ob das jetzt die Wiener Börse ist oder die Handelsplätze in Deutschland, wie eben die Xetra, ob das jetzt die Börse München ist oder eben elektronische Handelsplätze wie Tradegate oder eben außerbörsliche Trades wie eben Lang und Schwarz oder eben Baader Bank. Das ist eben alles möglich, aber natürlich auch New York Stock Exchange, Nasdaq oder eben andere Handelsplätze, die eben über die Easybank verfügbar sind. Wenn du eben ein bisschen exotische Handelsplätze haben möchtest, wie zum Beispiel, ich bin einer, der eben zum Beispiel vor einiger Zeit die Dynatrace-Aktie gekauft hat. Als Linzer braucht man eben die Dynatrace-Aktie,
fürs Alpine ist Schnee von gestern. Ich bin einer, der eben sagt, deine Adresse ist eben als Linzer die Murst haben, aber die geht es eben nur an der Nestec zu kaufen. Und wenn ich jetzt eben zum Beispiel eine bei Tread Republic bin, dann kann ich eben eine Dynatrace nicht kaufen, weil die ganz einfach nicht im Angebot ist. Bei einer Easybank ist das eben kein Problem. Und das ist eben ein Plus für die Easybank bzw. für Broker, wie es eben eine Bank direkt, eine Flattex oder eben eine Dadat-Bank sind. Die haben mehr Handelsplätze, da kannst du eben Dynatrace ohne Probleme kaufen. Oder eine Manna-Aktie, die kannst du dir ebenfalls bei einer Easybank locker kaufen. Ja, und was kostet dir das Ganze jetzt? Eben der günstigste Handelsplatz ist, so wie ich es eben sehe, der Easybank Star Partner, die Balabank. Da kostet es dir eine Order 4,95 Euro fix plus 0,175% vom Order Gegenwert. Das heißt, bei 1000 Euro sind es 6,70 Euro, bei 2000 Euro 8,45 Euro, bei 5000 Euro 13,70 Euro nach meinen Berechnungen, beziehungsweise bei 10.000 Euro 22,45 Euro. Alles wie immer ohne Gewähr. Das sind meine Berechnungen, kann sich natürlich jederzeit ändern. Bei der Wiener Börse sieht es so aus, dass sie da eine Flat Fee haben, und zwar eine Order Gegenwert bei 1.000 Euro bzw. 2.000 Euro kostet es 4,95 Euro, bei 5.000 Euro 9,95 Euro und bei 10.000 Euro ebenfalls 9,95 Euro, weil die Berechnung der Ordergebühr so eine Flat Fee hat. 4,95 Euro, dann 9,95 Euro, 19,59 Euro. Also das ist relativ kostengünstig, was die Easybank hier an der Wiener Börse anbietet. Du siehst es eben auch hier, wenn ich eben das vergleiche mit einer Flattex, einer Dadat-Bank oder einer Bank direkt, da siehst du ganz einfach, immer die Easybank ist da fett gedruckt, weil die Easybank ganz gleich wie der Ordergegenwert an der Wiener Börse der kostengünstigste Anbieter ist. An der Xetra sieht das Ganze ein bisschen anders aus. 1 bis 2.000 Euro rund 15 Euro, 5.000 Euro rund 22 Euro, 10.000 Euro Order kostet ca. 32 Euro, weil eben die Kombination aus den verschiedenen Kostenpositionen ein bisschen anders ist. Unter und der Nüss kostet das Ganze eben bei 2.000 Euro rund 19 Euro, bei 5.000 Euro rund 24 Euro. Wenn man das Ganze eben im Vergleich zum Mitbewerb sieht, eben bei der Xetra, sieht man eben, die Easybank ist eben mit diesen Ordergebühren durchaus vorne mit dabei, aber es gibt natürlich auch günstigere Anbieter, wie zum Beispiel Flattex. Naja, aber eh klar, weil eben Flattex eben im deutschen Heimatmarkt eben deutlich stärkere Position hat. Und wenn ich mir das Ganze jetzt eben ansehe für den US-amerikanischen Raum, für eine Order an der Nasdaq bzw. an der NYSE, dann sehe ich eben auch, okay, die Easybank ist ein bisschen weiter hinten, weil da eben es andere Anbieter gibt, die das eben kostengünstiger ausführen. Aber es gibt aber natürlich auch wieder Anbieter, die eben teurer ausführen. Wenn ich jetzt Buy-and-Hold-Anlegerin bin, bzw. Anleger bin, dann heißt es eben, bei Ordergebühren, die sind nicht so wichtig, weil das eben nur einmalige Ordergebühren sind beim Kauf und Verkauf, und wenn die das eben 20 Jahre liegen haben, dann machen die Ordergebühren nicht so viel aus, sondern eben die laufenden Gebühren. Wie sieht es bei einer Dividende aus? Da heißt es eben, mindestens 1,14 Euro bzw. 0,3% wird eben bei einer Dividende abgezogen, ausgenommen eben bei einer inländischen Dividende, wenn du eben eine Dividende erhältst, zum Beispiel von einer Voestalpine, Erste Bank oder Raiffeisen Bank International, wenn sie denn eine ausschütten würden, dann würde diese Dividende eben kostenfrei ankommen, ansonsten eben fällt eben diese Gebühr an. Bei Ausschüttungen von Fonds passiert eben nichts, keine Kosten. Die Dividendenprovision gibt es eben keine, das ist eben alles abgegolten. Aktuell gibt es eben zwei Sparpläne, Fondssparplan bzw. einen ETF-Sparplan. Fondssparplan, da heißt es eben ab 50 Euro bzw. mindestens 40% Rabatt auf den Ausgabeaufschlag, und beim ETF-Sparplan heißt es eben, rund 250 ETFs sind eben hier zur Auswahl, wovon es aber über 70 sind, die eben kostenfrei sind. Wenn sie nicht kostenfrei sind, dann fällt eben pro Ausführung 2 Euro an bzw. 0,275% auf die Ausführung. Und diejenigen, die gerne an einer Hauptversammlung teilnehmen, bei österreichischen Aktien ist es so, dass es eben keine Kosten entstehen, maximal eben fremde Spesen, aber die fallen im Regelfall nicht aus. Und bei ausländischen Aktiengesellschaften, da heißt es eben 20 Euro fix bzw. plus fremde Spesen, wenn du da tatsächlich teilnehmen möchtest, wie zum Beispiel bei, ja, in den USA bei einer Hauptversammlung oder. Aber bei österreichischen Aktiengesellschaften, wenn du eben hier teilnehmen möchtest, heißt es eben keine Kosten, beziehungsweise wenn es fremde Kosten anfallen würden, dann würden die weiterverrechnet werden. Gleichzeitig gibt es noch eine Online-Vermögensverwaltung, wo du das Ganze eben geführt verwalten kannst, oder wenn du Vieltrader bist, dann gibt es eben diesen Trader-Club. Ab 100 Euro Trades im Jahr kommst du da eben rein, und wenn du zum Beispiel mehr als 250 Trades im Jahr machst, dann sagt die Easybank, du, das mit der Depotgebühr, das schenken wir uns, das
und du bekommst auch noch einen Rabatt auf die Ordergebühren. Das heißt, die Easybank hat noch Aktionen. Wenn du eben eine Vieltraderin oder ein Vieltrader bist, dann gibt es eben kostengünstiger die Bo-Gebühren bzw. Ordergebühren und du kannst auch hier noch etwas sparen. Welche Wertpapiere bzw. welche Assetklassen gibt es denn überhaupt bei der Easybank, die du dort eben kaufen kannst bzw. verwahren kannst? Aktien, Anleihen, Fonds, ETFs, ETCs, CFDs leider keine, Futures keine, Optionen keine. Dafür gibt es aber Optionsscheine, Zertifikate und natürlich auch die Möglichkeit, Gold zu kaufen und dort auch zu lagern. Da gibt es ein bisschen eine erhöhte Depotgebühr, aber das ist wirklich physisches Gold, kein Zertifikat, sondern eben tatsächlich Gold, das dort eben liegt. Mehr dazu findest du natürlich auf der Easybank Webseite, wenn du tatsächlich mehr wissen möchtest, wie denn das mit dem Gold dort ist. Und nachdem die Easybank so ein richtig größerer Broker ist, die bieten natürlich auch einige Möglichkeiten für diejenigen, die traden möchten, die sind natürlich darauf erpicht, dass es ordentliche Orderzusätze gibt, wie eben ja nicht nur Limit-Handel, sondern Stop-Limit, Stop-Loss-Buy, Trailing-Stop, One-Candles, Order und so weiter. Und ich zeigte da eben eine Einblendung, was denn die Easybank hier alles anbietet. Natürlich immer abhängig von dem jeweiligen Handelsplatz. Bei einem außerbörslichen Partner kannst du das natürlich nicht machen. Wichtig ist, dass das eben die Börse anbietet. Aber hier eben ein kleiner Überblick, was denn die Easybank denn alles anbietet, was ich denn so alles rausgefunden habe. Wie immer auch hier alles ohne Gewähr. Ja, und du kannst natürlich einstellen, wie lange soll denn eine Order gültig sein, tagesgültig, unbefristet, Wochenultimo, Monatsultimo, Ultimo, nächster Monat. Also da kannst du wirklich ganz viel einstellen, wo du dich dann zurücklehnen kannst und die Order dann eben läuft und läuft und läuft, so lange, wie du eben es eben haben möchtest. Ja, und jetzt zum Schluss zeige ich dir noch einen kleinen Blick auf das E-Banking bzw. auf das Online-Trading der Easybank. Das sind ja eben diese beiden Welten. Früher war das eben diese AZ-Banking bei der Hello Bank und eben auf der anderen Seite diese Trading-Oberfläche, die du vielleicht auch von der Dadat Bank kennst. Die sind sich durchaus ähnlich und du siehst eben hier bei der Easybank eben jetzt eben das Easybanking mit dieser Übersicht. Es ist ein bisschen altbacken im Web. Die App hingegen ist ja was super trupper. Aber irgendwie mag ich dieses Easybank E-Banking. Es ist total einfach gehalten, aber irgendwie mag es, weil es eben so wirklich alles da ist, wie ich es eben haben möchte. Eine Übersicht vom Girokonto, Sparkonto, Wertpapierverrechnungskonto bis unten eben diesen Mail-Eingang. Und wenn ich dann eben zum Wertpapier switchen möchte, eben entweder oben über Wertpapier oder eben aus Wertpapierdepot selbst. Und dann finde ich eben auf der linken Seite eben Depotansicht, Depotdetails, Wertpapierkauf, Wertpapierverkauf, Easy Fonds sparen, Order Manager und so weiter. Und da kommt es eben dann ganz darauf an, was ich denn eben machen möchte. Manche Dinge, wie eben die Anlage eines Easy Fonds sparens, wo du dann in ETF-Sparplan eben auch anlegen kannst, das passiert im E-Banking und alles andere, wenn es tatsächlich um Online-Trading handelt, da kommst du dann eben auf diese Online-Trading-Oberfläche. Die Online-Trading-Oberfläche, die kennst du als Ex-Hello-Bank-Kunde natürlich schon zu gut, weil das eben immer schon so war. Diejenigen, die früher beim Easybank Wertpapierdepot waren, die kennen das eben noch nicht. Die sind jetzt eben auf dieser Oberfläche. Du siehst dann eben gleich, wenn du einsteigst, eine Übersicht, welche Wertpapiere du denn hier so hältst. Und siehst eben, wie gut oder schlecht du unterwegs bist. Insgesamt findest du oben auch die Navigationsoberfläche, Depot, Konto, Berichte, Belege, Administration und Hilfe, wo du dann eben das Ganze anlegen kannst, bzw. verwalten kannst, Wertpapier ordern kannst oder eben nachsehen kannst, welche Orders du im Ordermanager aktuell laufen hast. Wenn du zum Beispiel jetzt über Sparpläne einen neuen Fonds bzw. ETF besparen, dann kommst du eben, wie gesagt, wieder zurück ins E-Banking. Es gibt natürlich auch eine andere Übersicht, Depotwert, Depotkontostand oder eben den Easy Markets, diese tolle Informationsquelle zu den einzelnen Wertpapieren bzw. was sich denn am Markt so tut. Das kannst du natürlich als Nicht-Easybank-Kunde nutzen, da musst du dich anmelden, kannst dich anmelden, da bekommst du dann weitere Inputs. Ich nutze es persönlich sehr gerne, weil ja irgendwie Webank direkt und Dadat Bank natürlich Ähnliches bieten, aber irgendwie mag es und Nutzer. Man kann natürlich alles andere auch wählen. Ja, das sind weitere Screens, die du eben hier siehst. Du kannst natürlich eine Überweisung aufgeben, das sieht dann so aus. Es gibt natürlich auch etliche Berichte bis hin zum Cash-Status-Report, wo du eben siehst, für den Gewinn- und Verlustausgleich, wie du dann eben hier stehst.
Und natürlich auch, du kannst dir Informationen zukommen lassen, wenn eine Order ausgeführt wurde per SMS oder per E-Mail. Und natürlich, wenn du jetzt sagst, du möchtest einen ETF-Sparplan anlegen, dann bekommst du dann wieder eben wirst du retour geleitet ins E-Banking und dort kannst du dann eben einen ETF-Sparplan oder Fonds-Sparplan anlegen. Welche ETFs es gibt, es sind rund 250 bis 270 und ein bisschen mehr als 70 eben kostenlos. Du findest mehr dazu natürlich unten in der Videobeschreibung. Da findest du eben einen Link zum ETF-Sparplan bei der Easybank, beziehungsweise eben kannst du das auf der Easybank-Webseite en Detail wieder durchlesen. Da findest du eben auch eine Liste, welche ETFs gelistet sind und welche denn kostenlos sind. Und ich habe mir eben hier so einen ETF ausgewählt. Das ist ein World ETF, der eben kostenlos aktuell zur Verfügung gestellt wird. Und ich sage da eben, gebe dann eben ein, welchen monatlichen Betrag das eben abgebucht werden soll und ob es eine jährliche Beitragserhöhung geben soll. Das ist sozusagen die Inflationsmöglichkeit, dass ich eben dann sage, steigere bitte diesen Betrag jährlich um 3 oder 5 oder 8%, damit eben die 1000 Euro Kaufkraft bereinigt eben auch weiterhin in diesen Bereich zu tragen kommen. Schlussendlich sage ich, ja, das passt alles und dieser Sparplan ist eben erledigt und wird dann eben die Summe, diese Rate monatlich um den 10. herum von meinem Verrechnungskonto abgebucht und es werden dann in diesem Fall eben um 1000 Euro diese ETFs gekauft oder dieser ETF gekauft und in meinem Fall eben kostenlos. Natürlich ist es auch möglich, nicht nur per Sparplan zu kaufen, sondern eben auch, dass ich selbst eine Order aufgebe, wo ich eben entscheide, an welchen Handelsplatz. In diesem Fall möchte ich mir eben die Dynatrace kaufen. Wie gesagt, lokal verbunden, Linzer Unternehmen und eben Linzer Unternehmen, ja eigentlich US-Unternehmen, aber irgendwie born in Linz und dementsprechend, ja, und ich kenne einfach so viele Leute bei Dynatrace. Und es gibt dann eben die Möglichkeit an der NYSE, Dynatrace ist an der NYSE gelistet, sage ich eben, okay, ich möchte die Dynatrace-Aktie kaufen, ist natürlich keine Anlageberatung oder Kaufempfehlung, ganz und gar nicht. Die Dynatrace, das ist ein Technologieunternehmen, das kann rauf, runter und seitwärts gehen. Und sagt dann eben, okay, ich möchte das Ganze an der NYSE kaufen, Handelsplatz bestätigen, dann sage ich 100 Stück zu einem Limit in der Höhe von 40 Euro, tagesgültig, Order berechnen, bekommen dann noch einen Risikohinweis. Du, lieber Andi, du hast eben nicht die Kohle auf deinem Konto liegen. Möchtest du wirklich ins Minus gehen? Das muss ich noch bestätigen, damit ich eben tatsächlich diese Order aufgeben kann und schlussendlich gibt es natürlich auch einen Ex-ante-Kostenausweis, wo ich eben darüber informiert werde, was kostet mir denn diese Order tatsächlich? Ordergebühr, einmalige Einstiegskosten, die laufenden Kosten in Form des Depotentgelts und wenn ich das Ganze eben wieder verkaufen möchte, kostet mir das Ganze natürlich wieder ein bisschen Geld. Aber nachdem ich Buy and Hold Anleger bin, sind die laufenden Kosten für mich eben relevant. Das wären eben 0,12% per Anno, beziehungsweise eben mindestens 5,40 Euro per Anno. Dann auch noch muss ich natürlich noch die Order bestätigen, dann wird das Ganze aufgegeben. Was ist denn mein Fazit? Die Easybank war einer der großen Player in Österreich, wenn es um Werbebetibus gibt. Jetzt mit dem Kauf der Hello Bank ist es ein bisschen stiller geworden. Jetzt vermute ich aber, nachdem eben diese beiden Welten zusammengeführt worden sind, geht es jetzt so wirklich wieder los. Man sieht es eben bei so mancher Zinsaktion von der Easybank, dass es eben da wieder ein bisschen Feuer gibt. Und natürlich eben, ich gehe davon aus, dass es auch in weiterer Zukunft eben die eine oder andere Aktion gibt und gleichzeitig, dass das Wertpapierportal von der Easybank weiterentwickelt wird und wir Kundinnen und Kunden von diesem Angebot profitieren. Speziell an der Wiener Börse haben die ein attraktives Angebot. Die Depotgebühr ist okay, 0,12% per anno. Steuereinfach ist der größte Vorteil und dass eben alles in einer Welt ist. Girokonto, Konsumkredit, Sparkonto, Wertpapierdepot und Immobilienkredit könnte ich sogar auch über die Easybank nehmen und natürlich Kreditkarten gibt es auch noch aus dem eigenen Haus. Das ist ein attraktives Angebot. Die BAWAG dahinter ist eben ein großes, renommiertes Unternehmen. Börsennotiert, natürlich schauen die eben darauf, dass sie eben gut verdienen und man sieht dann eben auch bei den Leistungskennzahlen von der BAWAG AG, die
können das schon, dieses Geld verdienen. Auf der anderen Seite sind wir Kundinnen und Kunden, wo wir eben sagen, wir wollen ein kostengünstiges, preisgünstiges Angebot, wo Preis-Leistung passt und natürlich wir gewissermaßen einen Support bekommen. Das wird eben spannend in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren. Kann das die EasyBank? Wie ist denn der Service? Ist das Angebot weiterhin attraktiv? Aktuell sind ca. 80.000 bis 100.000 Kundinnen und Kunden bei der EasyBank, so eben die alten Presseaussendungen von dem Unternehmen. Und ich bin gespannt, wie es denn hier weitergeht. Gibt es hier ein Wachstum oder werden eben diese Kundinnen und Kunden sagen, es gibt attraktivere Angebote? Wir dürfen gespannt sein, was die EasyBank in den nächsten Wochen und Monaten so anbietet. Und ich bin mir sicher, es gibt jetzt frischen Wind und wir werden aufbrechen in mehr Wettbewerb. Dadat Bank, Bankdirekt, Flattex und natürlich die ganzen Neobrokers, die sich eben anschicken in Österreich ebenfalls für Furore zu sorgen. Trade Republic möchte irgendwann am Steuer einfach werden, bietet einen Steuerreport an. Scalable Capital bietet eben einen Steuerreport an. Aber es gibt natürlich auch noch viele andere Anbieterinnen und Anbieter, wie für Finanzen.net, Zero und. Wir dürfen gespannt sein, was da jetzt eben kommt, was es denn heißt, die EasyBank, wenn sie jetzt eben voll migriert ist und sie sich jetzt eben auf den Markt wieder konzentrieren können und nicht so sehr auf die IT-Projekte, um eben die Welten zusammenzuführen. Ich freue mich natürlich auch auf deinen Kommentar unter dem Video, denn ich bin ja gespannt, was du denn vom Angebot der EasyBank hältst. Bist du zufriedener Kunde oder bist du unzufrieden? Schreib doch einen Kommentar. Ich bin gespannt. Bis bald und auf Wiedersehen. Euer Andreas von broker-test.at. Ciao.